Ich bin hier mit Ronald Schild, dem Geschäftsführer der MVB, und er hat eben eine Podiumsdiskussion gehabt zum Thema Social Reading. Was ist da genau passiert, Herr Schild? Tja, was auf Podiumsdiskussionen normalerweise so passiert, wir haben diskutiert, und zwar über nichts anderes als die Zukunft des Lesens. Und die Fragestellung war, wie das Internet als soziales Medium das Lesen an sich verändern wird. Das heißt, die Ausgangsfrage war, haben wir durch die Interaktionsmöglichkeiten und die Kommunikationsmöglichkeiten des Internets die Chance oder das Schicksal, droht uns das Schicksal, dass sich unser Leseverhalten dramatisch verändern wird. Der Status quo ist, wir kaufen ein Buch, egal ob elektronisch oder digital, wir kaufen ein Buch, egal ob elektronisch oder gedruckt, und lesen es in der Regel von der ersten Seite an und meistens auch bis zur letzten Seite. Das ist ein sequentieller Prozess und ist ein solitärer Prozess. Das heißt, man macht es alleine. Man diskutiert beim Lesen das Buch nicht mit seinen Freunden oder Bekannten. Man macht das nur in Ausnahmefällen. Das Internet oder das digitale Lesen zusammen mit dem Internet öffnen hier ganz andere Möglichkeiten. Man hat die Möglichkeit, beim Lesen den Text zu kommentieren. Nicht nur das, man kann diese Kommentare mit seinen Freunden austauschen, man kann sie auf Facebook posten, man kann viele andere Dinge damit machen, sodass aus dem Lesen möglicherweise aus dem sequentiellen, solitären Prozess ein sozialer, ein interaktiver Austauschprozess wird. Das war die Hypothese. Die wurde von den Diskutanten zum Teil auch bestätigt. Es bestand Konsens, dass das klassische Buch, das Erzählen einer Geschichte oder das Vermitteln von Wissen nach wie vor ein wichtiger Bestandteil unserer Lesekultur sein wird. Wir konnten uns nicht darauf einigen, ob 80% der Lektüre in traditioneller Form passiert oder ob es weniger als 50% sein wird. Aber es war Konsens, dass wir in Zukunft viel mehr unterschiedliche, stark variierende Formen des Lesens erleben werden. Von dem ganz klassischen Lesen vom ersten bis zur letzten Seite bis hin zum wirklich interaktiven Austauschprozess, wo der Autor mit seinen Lesern gemeinsam Geschichten entwickelt. Sogar vorstellbar, dass so eine Art Crowdsourcing entsteht, das heißt, dass viele Menschen gemeinsam einen Text, einer Geschichte schreiben, die dann zum Beispiel als Fortsetzungsroman immer weiter vervollständigt wird. Vielen Dank, Herr Schild, und noch viel Spaß auf der Buchmesse. Vielen Dank, ebenfalls.